möchte jetzt weitere Möglichkeiten mit Scratch zeigen. Wir haben jetzt hier wieder unsere Katze. Die werde ich jetzt aber entfernen, weil ich mir ein eigenes, hier habe ich jetzt die rechte Maustaste gedrückt, gelöschen gewählt, ich möchte mein eigenes Objekt malen. Ich male mir jetzt einen Kreis. Ich habe hier ausgewählt, dass er gefüllt gezeichnet werden soll. Wähle mir eine Farbe und die Farbe ist rot. Klicke auf OK. Habe jetzt ein eigenes Objekt, den nenne ich jetzt dann Kugel 01. Und dann möchte ich dann ein weiteres Kostüm dazu machen. Ich klicke jetzt hier auf Kopieren. Es erscheint dasselbe wieder. Gehe auf Bearbeiten und möchte das jetzt hier ein zweites Kostüm festlegen. Und wähle mir hier dieses Füllwerkzeug blau. Ja, und will jetzt wiederum ein weiteres Kostüm, gehe auf Bearbeiten und wähle mir dann eine andere Farbe, nämlich das Grün, klicke auf Füllen, klicke auf OK und ein viertes Kostüm muss auch noch her. Du kannst schon erraten, es geht jetzt darum, wieder eine weitere Farbe hier dann zu wählen, das wäre dann diese hier und ich wähle wieder das Füllwerkzeug und klicke auf OK. Gehe auf Skripte. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Kugel mit vier verschiedenen Kostümen. Was ich jetzt auch machen möchte, ist, ich möchte jetzt mir die Bühne bearbeiten. Nehme die Hintergründe und gehe auf Bearbeiten. Bin mit einem weißen Hintergrund nicht zufrieden. Gehe jetzt hierher. Wähle mir aus, dass sie nicht gefüllt wird, sondern dass ich jetzt hier wirklich ein Rechteckzeichen, das nicht ausgefüllt ist. Und was nehmen wir da als Farbe? Nehme ich mir Schwarz. Ja, Schwarz wird hier jetzt eingetragen als Vordergrundfarbe und ich ziehe jetzt hier außen ein Rechteck auf, mache das jetzt so, klicke auf OK und meine Bühne hat jetzt hier einen schwarzen Rand und hier habe ich das Objekt, das ich hier bewegen möchte. Dann gehe ich wieder auf Skripte, wähle mir hier die Kugel aus als erstes Objekt und möchte hier wiederum bei der Steuerung anfangen. Wenn angeklickt wird, soll wiederum alles starten und wähle wiederholt fortlaufend aus. Soll etwas gemacht werden und du kannst erraten, was das ist. Ich werde wieder eine Bewegung machen, einen 10er Schritt. Mach dann hier noch pralle Rand ab. Man kann das Ganze jetzt einmal starten. Die Kugel ist jetzt unterwegs und sie prallt dann vom Rand ab. Ja, soweit nichts Neues. Aber ich möchte hier etwas machen, wenn nämlich der Rand berührt wird. Also wenn die schwarze Farbe, die jetzt im Rand ausmacht, berührt wird, soll etwas passieren. Dazu gehe ich wieder auf Steuerung, nehme jetzt hier Falls, nämlich etwas berührt wird, das setze ich jetzt hier hin. Was der Rand berührt wird, könnte zum Beispiel das der Fall sein. Dann hätte ich aber nicht den schwarzen Rand ziehen müssen. Nehme das wieder zurück, sondern ich kann sie auch mit bestimmten Farben machen. Geht sie her und gehe dann hierher und wähle mir den Bereich aus. Es wird die Farbe hier eingetragen. Und was soll passieren, wenn er diesen Rand berührt? Er soll dann sein Aussehen verändern. Er soll nämlich das nächste Kostüm wählen. Gehe hier rein und setze das Ganze da herein. Das heißt, es wird ständig wiederholt und falls eine bestimmte Farbe berührt wird, soll das nächste Kostüm gewählt werden. Machen wir das jetzt so. Und immer wieder wird das nächste Kostüm dann gewählt. Also zwischen Blau und Orange springt er hin und her. Jetzt unterbrechen wir das Ganze. Ich könnte das Ganze jetzt natürlich jetzt nochmal etwas feinsinniger machen, wenn ich die Bewegung dann noch etwas verändere. Hier dann zum Beispiel hergehe und die Gradanzahl eintrage, also soll sich immer um 15 Grad, soll er sich hier dann verändern, wenn er dann sich dreht. So wollen wir das aber nicht, denn er soll auch gleich danach, nachdem er seine Gradanzahl verändert hat, soll er wieder Schritte gehen, weil sonst dreht er sich ja nur im Kreis. Setzen wir den wieder daher und er nimmt dann eine ganz andere Gradanzahl und den Rand werden wir dann in dem Fall nicht mehr brauchen. Damit das Ganze dann nicht um 15 Grad sich dreht, könnten wir dann noch gehen auf Operatoren und könnten hier dann eine Zufallszahl zum Beispiel einfügen für die Gradanzahl, in der er sich drehen soll.
von 1 bis 360. Ein Kreis hat ja 360 Grad. Dann schauen wir, was jetzt herauskommt. Bewegt sich ganz zackig hin und her und wählt dann, wenn er am Rand ankommt, dann ein anderes Kostüm aus. Also ganz flippig ist er da unterwegs, unser Kreis.